Mein kleiner Cousin wollte schon immer Rapper werden. Das einzige Problem ist, er ist 13. Aber ich wäre ja nicht Levin, wenn ich da nicht eine Idee hätte. Echt jetzt? 1250 gekostet. Wir haben Gucci, wir haben Prada. Vorbei in der Gegenklasse. Also ich muss fahren. Ja. Ach du Scheiß. Das ist das Krankeste, was ich jeweils gemacht habe. Erste Frage, Lasse, wer ist denn überhaupt dein Lieblingsrapper? So Chiago und so. Dann würde ich sagen, machen wir dich heute nicht nur zum Rapper, Lasse, sondern wir versuchen, dass Chiago mit dir ein Feature macht. Geil. Okay, Lasse, damit du ein Rapper wirst, musst du natürlich auch aussehen wie ein Rapper. Easy. Wir schauen jetzt mal dein Outfit an. Ich bin miserabel. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt in verschiedene Läden und holen dir ein richtiges Rapper-Outfit. Und ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall fündig. Der hier. Der Schwarze ist so fresh. Eine Kollaboration mit Levi's. Ah. Er hat gar keine Ahnung. Ja, so welche fühle ich, ja so. Okay, wir haben jetzt hier den ersten Schuh an. Ich sag euch ehrlich, das sieht schon mal richtig rappermäßig aus. Ich würde sagen, Freunde, der nächste Step ist, dass wir jetzt erstmal zum Friseur gehen. Er wird heute Rapper. Braucht er noch Rapper-Frisur? Wir müssen dazu sagen, Lasse hat ja schon so ein bisschen die ähnliche Frisur. Aber da wir ja auch ein Musikvideo drehen und das Ganze richtig machen wollen, müssen wir die Haare jetzt nochmal frisch machen. Was jemals passiert ist. Und zwar, wir haben den Homie hier gerade im Friseur getroffen und haben uns gedacht, seine Hose ist so richtig rapperwürdig. Wir zahlen jetzt hier einfach 50 Euro für die Hose. Hier, die Hose. Hose. Oh, ja, Digga, ja. Küss euer Herz. Macht's gut. Ciao, ciao. Die passt halt jetzt nicht zur Jacke, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine frische Jacke. Jetzt gehen wir zu den Designermarken. Let's go. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Gucci-Store. Mal sehen, ob wir da was finden. Lasse, warst du schon mal im Gucci-Store? Nö, noch nicht. Es sind überall Securities. Und was? Finden wir hier was? Ich hoff's. Lasse, komm. 295 Euro. Das T-Shirt? Ja. Oha, Digga. Was sagst du? Ja. Wir haben das nächste Piece gefunden, und zwar ist es diesmal hier ein Hemd. Es hat 1250 gekostet und dies kostet 625. Wir haben jetzt hier ein Hemd. Bro, das steht dir sehr gut, muss ich sagen. Okay, let's go zu Kasse. Oh mein Gott, was ist gerade passiert, Lasse? So was Teures will ich nicht mal anziehen, so teuer das ist. Ich habe Angst, dass ich es kaputt mache. Ich habe, glaube ich, noch nie so was Teures gekauft. Wir haben jetzt auf jeden Fall das erste Designer-Piece und gehen jetzt weiter. Let's go. Digga, die ist größer als dein Gesicht. Freunde, wir sind jetzt hier im Skibrillladen angekommen. Hier gibt es auf jeden Fall reichlich an Auswahl. Oha, Digga. Boah, die sieht jetzt richtig aus. Die sieht richtig baba aus. Geil, Alter. Wir sind jetzt hier vor dem letzten Laden. Das war vor dem Montclair Store. Wir haben jetzt hier eine Jacke gefunden. Oh mein Gott. Und? Fühlt sich teuer an. Teuer? Boom. Junge, ich schwöre, das ist das perfekte Rapper-Outfit. Wir holen jetzt wirklich die Montclair-Jacke. Ich kann es nicht glauben. Let's go. Yes. Oh shit. Wir haben es wirklich getan. Wir haben die Jacke geholt. Wir haben alles. Wir haben eine Adidas Jogginghose. Wir haben Gucci. Wir haben Prada. Wir haben Montclair. Wir haben eine Oakley Brille für Chiago. Wir haben Chiago Frisur. Ich würde sagen, das passt. Wir gehen jetzt nach Hause und bestellen noch ein bisschen Schmuck. Okay, Freunde, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen freshen Rappernamen. Hast du denn überhaupt schon mal irgendeine Idee, wie wir dich nennen könnten? Lassino oder so? Lassino. Da wir in 2023 leben, nutzen wir dafür den Opera-Browser. Denn in dem Opera-Browser gibt es einfach eine KI namens Aria. Und ich würde sagen, die fragen wir jetzt mal. Let's go, mal gucken, was Aria uns hier vorschlägt. LP Ice, Frozy Flow, Icy Illa, Iceberg Easy. Iceberg Easy, das klingt cool eigentlich, oder? Iceberg Easy, das ist auf jeden Fall der Name, der uns hier am besten gefallen hat. Außerdem sieht Opera auch ultra krass aus. Ich finde, es sieht voll clean aus. Man kann sich seine Startseite einfach komplett selber designen oder man kann hier auch seine ganz eigenen Webseiten anheften. Kopiere einfach ganz easy den Link, geh hier nochmal zurück, zack. Macht es hier rein. Hier kann man dann einfach draufklicken, kommt direkt zur Webseite und sieht immer, wenn es neue Sachen gibt. Und ich würde sagen, Lasse, wir kaufen dir jetzt über den Opera-Browser noch ein bisschen Schmuck. Bitte, Klonk oder? Okay, ich würde sagen, das hier tun wir mal im Tab öffnen. Das hier für deine Zähne. Doch, das brauchen wir auch. Okay, ich würde sagen, Iced Out Ringe packen wir auch noch in den Warenkorb. Iced Out Uhr. Wir hauen die hier auch noch in den Warenkorb rein. Kaugummi-Zigaretten. Müssen sie. Beste wirklich. Freunde, wie ihr seht, haben wir hier oben ja verschiedene Tabs jetzt geöffnet. Und Opera hat einfach die Tab Island-Funktion. Damit können wir einfach alle Orte nur in einen Tab machen. Und ich würde sagen, wir bestellen die Sachen jetzt für dich. Meine Lieblingsfunktion von Opera ist aber auf jeden Fall diese Seitenleiste, wo ich meine Lieblings-Apps einfach direkt anpinnen kann. Dann habe ich hier direkt mein WhatsApp. Ich habe hier Telegram, Instagram und TikTok. Also, Freunde, checkt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Da könnt ihr Opera downloaden. Kuss geht raus an Opera, ladet euch alle runter. Let's go! Okay, Freunde, wir haben jetzt ein Outfit, wir haben einen Prototyp-Name und wir haben den Schmuck bestellt. Jetzt heißt es, warten, bis der Schmuck morgen kommt und dann geht's ins Studio. Freunde, es ist der nächste Tag. Wie ihr seht, bin ich auch schon im Auto und ready, Lasse abzuholen. Heute ist, glaube ich, der wichtigste Tag, denn heute, Freunde, gehen wir ins Studio und nehmen den Song auf. Lasse, was geht, Digga? Alles klar?
Ja, normal. Okay, Freunde, wir sind jetzt angekommen hier vor dem Studio. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn wir gehen jetzt wirklich zu einem richtigen Rapper. Geh ab, Alter, yo! Wie hast du dann mit dir gesagt? Das ist mein G, Alter. Was sagst du, das ist dein Onkel? Prada Bank? Okay. Oh, shit. Und noch Onkel. Was sagst du denn? Alter, wild. Let's go. Komm rein. Abo, mach das Studio. Dann würde ich sagen, fang mal an. Wir wollen, dass Chiago nachher ein Feature auf den Song macht. Das heißt, wir brauchen ein Chiago-Type-Beat und wir brauchen einen Vers und eine geile Hook, aber noch einen zweiten Vers, der leer ist für Chiago. Okay. 1 bis 10? 8. 8. 8? 8. Bisschen deepen Touch. Okay, der hüpft schon so ein bisschen. Ich will das. 1 bis 10. 9 von 10. Mit den Jungs so draußen sein und das Jungs draußen sein, Party machen. Wie sieht es aus, wenn ihr Party macht? Hat noch keine richtige. Wie stellst du dir eine Party vor? Halt laute Musik und so. Ja. Ja. Freunde, fast hätte ich es vergessen. Es sind ja noch die Sachen angekommen, die wir gestern bestellt haben. Lasse, die Sachen sind angekommen. Ja, passen perfekt. Wie lustig. Fast wie Future sieht aus. Boah, die Kette, Digga, zeig mal deine Finger. Tschüss. Okay, Freunde, wir ziehen jetzt mal Lasse sein komplettes Outfit an und dann gibt's einen Outfit-Check. Okay, Freunde, kleines Update. Wir haben jetzt schon ein bisschen was am Text gefeilt. Abo, ich hab Leben mit dabei. War vorbei in einer G-Klasse, doch hab nicht mal einen Schein. Abo. Hab die Jogginghose an und rock ein Gucci-Hemd drauf. Und rock ein Gucci-Hemd drauf. Sag mal rock. Rock? Rock. Rock. Hab die Jogginghose an und trag ein Gucci-Hemd drauf. Und die Mädels stehen Schlange, doch ich such sie mir aus. Ey. Geil, geil, geil. Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Song. Ihr habt gesehen, wir haben den Text fertig gemacht. Lasse, bist du zufrieden? Ist richtig geil geworden. Ich glaube auch, es wird richtig fett. Auf jeden Fall nochmal dicke Props an Ender. Dankeschön, Bruder. Freunde, falls ihr irgendwann mal selber einen Song machen wollt, meldet euch bei diesem Bruder. Ender.music, einfach eine DM schreiben und dann hilft er euch auch bei eurem Hit. Freunde, ich bin jetzt ganz kurz rausgegangen. Die üben noch weiter. Ich habe nämlich zwei Nachrichten. Die gute Nachricht ist, ich habe jetzt eine richtig krasse Location geklärt. In einer Halle, wo richtig coole Autos stehen. Die schlechte Nachricht ist, Lasse tut sich echt schwerer als gedacht. Wir haben echt einen richtig straffen Zeitplan in 2 Stunden. Da muss der Song fertig sein. Puh, ich hoffe, das wird was. War vorbei in einer G-Klasse, ja doch, hab nicht mal ein Schein-Abo. Freunde, wir haben jetzt alles aufgenommen. Lasse, wie fühlt es sich an, einen Song jetzt fertig eingesungen zu haben? Cool. Rap besser gesagt. Schon geil. Wir hören jetzt den Song einmal durch, danach geht's direkt auch schon weiter zur Musikvideo-Location, denn wir haben einen strikten Zeitplan. Abo, ich hab Homies mit dabei. War vorbei in einer G-Klasse, doch hab nicht mal ein Schein-Abo. Wir sind angekommen bei der ersten Musikvideo-Location und Freunde, ich kann euch sagen, es wird insane. Aber bevor wir reingehen, werden in diesem Video natürlich auch wieder 3 Leute gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Toni, Lena und Jona. Vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt doch jetzt einen Kommentar. Oh mein Gott, Freunde, schaut euch mal diesen Wagen hier an, aber das war noch nicht alles. Hier steht der nächste sexy Wagen. Hier bauen wir gerade die ganze Sache fürs Video auf. Auf jeden Fall geht ein dicker Kuss raus an den lieben Alex, der uns das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat. Gerne, gerne. Freunde, wenn ihr mal in Reutlingen unterwegs seid, auch mal eine Drehlocation braucht. The Crew in Reutlingen, ich blende euch hier die Adresse rein. Wirklich, dicken, dicken Kuss, dass es alles so spontan geklappt hat. Freunde, wir sind jetzt gerade dabei, ein bisschen ein paar Performance-Shots hier zu machen. Lasse, wie ist es für dich, das erste Mal ein Musikvideo zu drehen? Auch echt ungewohnt. Jetzt werden hier noch die letzten Shots gedreht in einer Kurve. Lasse, saß du schon mal in so einem teuren Auto? Ich hab Angst, dass ich es kaputt mache. Alter, was geht hier vor sich? Wir sind bei der zweiten Location angekommen, Freunde. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wird immer krasser, Lasse. Was sagst du dazu? Mein Zuhause. Ganz locker, hier steht einfach so eine G-Klasse rum. Überall geisteskranke Autos. Das Witzige ist einfach, einem Zuschauer von mir gehört die Halle hier. Was geht? Hi. Ey, vielen Dank, dass wir hier drehen können. Ja, gerne. Also, du wirst jetzt die G-Klasse fahren, ist es dir bewusst? Geil. Hast du Angst? Nein. Also ich muss fahren. Ja. Ach du Scheiße. Alter Schwede, Lasse wird jetzt einfach eine G-Klasse fahren. Lasse, pass auf, ich will dich abwehren. Komm mal raus, aus dem Fenster raus. Genau, jetzt mach so, ey. Genau. Ja. Lasse, bitte pass auf. Freunde, ich bin wieder zu Hause. Das waren, glaube ich, die anstrengendsten 2 Tage, die ich dieses Jahr hatte. Lasse ist auch fast im Stehen gerade eben eingeschlafen. Der Typ ist komplett durch. Freunde, ich laber gar nicht viel rum. Ihr wollt alle das Endprodukt sehen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Musikvideo ab. Yeah.
Lasse, bist du ready? Ja? Yeah. Abo, ich hab Bommis mit dabei. Fahr vorbei in einer G-Klasse, doch hab nicht mal einen Schein. Abo, seh die Chayas, wie sie schreien. Mach sie an wie meine Blazy, Abwehrhaus ist keine Zeit. Ich bin Lasse so gelassen, doch sie reden zu viel. Sie wollen mich alle wie bei Fortnite, doch hol epischen Sieg. Meine Beine sind zu kurz, ich fahr auf Autopilot. Bruder fragt mich nach ner Tiese, hab nur Kaugummis, Bro. Wieder Shoppingtour in Metzingen, hab Scheine verzockt. All die Manager am Stressen, doch ich bleibe auf Lock. Hab die Jogginghose an und trag ein Gucci-Hemd drauf. Und die Mädels stehen Schlange, doch ich such sie mir aus. So wie Agu, Mr. Lines, hab die Skibrille dabei. Bin im Studio, mach Hits, ich hab Liebe zum Detail. Kette glänzt, bin am Schein, viele Fans, es wird Zeit. Trick it weg, schick es ein, Levin Ray auf die Eins. Abo, ich hab Bommis mit dabei. Fahr vorbei in einer G-Klasse, doch hab nicht mal einen Schein. Abo, seh die Chayas, wie sie schreien. Mach sie an wie meine Blazy, Abwehrhaus ist keine Zeit. Abo, ich hab Bommis mit dabei. Fahr vorbei in einer G-Klasse, doch hab nicht mal einen Schein. Abo, seh die Chayas, wie sie schreien. Mach sie an wie meine Blazy, Abwehrhaus ist keine Zeit.